Im Kasseler Tierheim Baumauinsel leben zahlreiche Katzen, Hunde und Kleintiere. Sie alle suchen ein neues Zuhause. Dazu gehören auch die Katze Trinchen, Labrador Mix Lobo und Husky-Schäferhund Mix Teddy. Und auch ein Kanarienvogel. Diese Tiere stellen wir heute vor. Den Anfang macht Trinchen. Die weißgrau getigerte Katze ist etwa 3 Jahre alt und kam im Juli als Fundtier ins Tierheim. Sie ist quirlig und liebt Freigänge. Trinchen versteht sich gut mit anderen Katzen. Ob sie mit Hunden auskommt, ist nicht bekannt. Lobo ist ein Labrador-Mix. Der 7-jährige Rüde lebt seit Februar in der Waumau-Insel. Lobo wurde aufgrund eines Tumors das linke Hinterbein amputiert. Er kommt mit der Behinderung jedoch sehr gut klar. Allerdings sollte sein neues Zuhause möglichst ebenerdig sein und ein Garten wäre auch nicht schlecht. Alleine bleiben kann Lobo nicht. Auf die Gesellschaft von Artgenossen, besonders von Rüden, kann er gut verzichten. Dieser kleine Kanarienvogel ist erst seit kurzem in der Waumau-Insel und hat daher noch keinen Namen. Der gelbgrüne Findling sucht ein neues Zuhause und fühlt sich besonders wohl in der Gesellschaft von Artgenossen. Teddy ist ein Schäferhund-Husky-Mix. Der Rüde ist 8 Jahre alt und sehr verspielt, freundlich, aber auch tollpatschig. Seit Juli 2014 befindet er sich in der Obhut des Tierheims Waumau-Insel. Gegenüber fremden Menschen reagiert er unsicher. Er sucht ein erfahrenes Herrchen oder Frauchen, das ihn ausreichend beschäftigt. Teddy kann nicht alleine bleiben und braucht idealerweise ein Zuhause mit Garten.